Das sind nur zwei Beispiele, die zeigen, dass wir für alle Familien da sind, dass wir unterschiedliche Lebensmodelle, unterschiedliche Familienmodelle unterstützen, dass wir auch die Parteien der Wahlfreiheit sind, weil wir kein bestimmtes Familienmodell vorschreiben oder so tun, als ob irgendwas moderner ist als was anderes. Das finde ich ohnehin vom Wording her ein bisschen peinlich, liebe Ampelkoalition, zu behaupten, es geht in der Familienpolitik um Modernität. Also Sie dürfen einfach Modernität nicht Beliebigkeit übersetzen oder verwechseln. Das finde ich wirklich schwierig. Das ist nicht modern, was Sie hier an Beliebigkeit machen. Das ist eine Verwechslung, das ist falsch verstandene Toleranz. Und wir werden ganz genau hinschauen bei Ihren Vorhaben. Was sind schon Kinderleben gegen grüne Lobbyarbeit, meine Damen und Herren? Alle Fraktionen außer der AfD in diesem Hause haben das Recht verwirkt, das Wort Kinderrechte in den Mund zu nehmen. Mit der Ampelkoalition ist in Deutschland eine Regierung aktiv geworden, die die aktive Sterbebegleitung unseres Landes sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und meine Damen und Herren, nur die AfD steht in diesem Land, ich komme zum Schluss, für Freiheit und Selbstverantwortung von Eltern und Kindern. Wir stehen für Grundrechte und Identität. Wir sind die einzige Stimme der Freiheit in diesem Parlament. Vielen Dank. Und jetzt muss ich noch meine Staubschutzmaske aufsetzen. Und ich erteile das Wort der nächsten Rednerin, Gide Jensen, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 7 ganz schön lange Minuten gerade. Und Herr Baumann, wir halten das aus. Und deswegen komme ich jetzt zu den Plänen der Ampelkoalition in einem Bereich, wo es nicht nur um ein Familienbild geht, sondern um so viel mehr. Unser Ziel ist, bestehende Lebensrealitäten anzuerkennen und jedem Menschen zu ermöglichen, sicher, frei und in Würde leben zu können. Wir wollen, dass ein selbstbestimmtes Leben für Frauen, für Menschen mit internationaler Familiengeschichte, für queere Menschen, für Junge und Alte gestärkt und abgesichert wird, dass unsägliche Diskriminierungen, die es noch immer gibt, endlich abgeschafft werden. Kolleginnen, ich kann in 3 Minuten nur ein paar Punkte nennen, aber endlich alle Familienkonstellationen, in denen Menschen in Liebe und Verantwortung miteinander leben, abzusichern, das heißt Fortschritt. Genau diesen Fortschritt hat die Union 16 Jahre verhindert. Und Doro Beer hat gerade, ich finde, sehr giftig unter Beweis gestellt, dass Politik an den Realitäten von Familien vorbeigemacht worden ist. Da helfen auch Flugtaxen nichts. Das ist nicht Modernität. Die Ampelregierung will nämlich die familiären Bindungen entwerten bzw. komplett auflösen. Dass Alleinerziehende mit einer Steuergutschrift besser gestellt werden, ist ein fataler Anreiz, Beziehungen zu trennen und das Kindeswohl zu gefährden. Kinder sollen sogar vor der Empfängnis mit einem Schritt hin zur Legalisierung der Leihmutterschaft verschachert werden. Aber noch schlimmer, mit der Verantwortungsgemeinschaft jenseits von Liebesbeziehungen begehen Sie einen Anschlag auf das Grundgesetz und den Artikel 6, durch den Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stehen. Kommen Sie, und ich komme zum Schluss mit einem Appell an die Regierung, zurück auf den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und setzen Sie unsere Familien und Kinder nicht ihren gesellschaftlichen Experimenten aus. Vielen Dank. Denken Sie bitte an Ihre Maske, wenn Sie zum Platz gehen. Vielen Dank. Und die Grünen, die im letzten Jahr vor allem im Digitalausschuss Öffentlichkeit verlangten, lehnten diese gestern ab. Und die SPD? Nancy Faesers erste Äußerung zur Digitalpolitik war die, sich zuerst um Hass und Hetze im Internet kümmern zu wollen. Also alles beim Alten, bei der neuen Ampel, meine Damen und Herren. Und ausgerechnet Ihnen sollen wir jetzt das Versprechen abnehmen, dass Sie das mit der Digitalisierung ernst meinen und hinbekommen. Schön wär's, aber mit Verlaub, da glaube ich eher dem Lebenslauf von Frau Baerbock. Herzlichen Dank.
Den großen Handlungsbedarf sehen wir auch an einem ganz aktuellen Beispiel. Es wurde bereits genannt, die Brückensperrung auf der Sauerlandlinie A45. Und diese Sperrung ist nur ein Vorbote von dem, was uns in den kommenden Jahren erwartet. Denn bei der Sanierung von Brücken und Tunneln gibt es einen riesigen Rückstand. Es ist ein Skandal, wie der Unionsverkehrsminister und die Unionsverkehrsminister, die in den letzten 12 Jahren die Verantwortung für unsere Verkehrswege hatten, jahrelang dem Verschleiß von Straßen, Schienen und Brücken tatenlos zugesehen haben. Ihnen haben wir das zu verdanken, dass wir jetzt in der viertgrößten Industrienation Autobahnen sperren müssen, weil die Union lieber auf neue Straßen gesetzt hat, anstatt die bestehenden zu erhalten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das Positive vorweg, und keine Angst, es geht nicht um Corona. Das Positive ist, dass der neue Verkehrsminister einen riesigen Vorteil gegenüber seinen Amtskollegen hat. Denn schlechter als seine CSU-Vorgänger kann er es beim besten Willen nicht machen. Also, lieber Kollege Wissing, nutzen Sie diese fast einmalige Chance und gehen Sie das Projekt Verkehrswende richtig an. Ich glaube, Ihre beiden Koalitionspartner, dort werden Sie für sowas sicherlich Unterstützung finden. Lieber Kollege Müller, ganz offen, das war schwach. Wir haben uns gut verstanden. Das war schwach. 12 der 16 Jahre war die SPD mit dabei. Noch nie wurde so viel investiert wie unter unionsgeführten Bundesverkehrsminister. Noch nie so viel für den ländlichen Raum, noch nie so viel für die Schiene, noch nie so viel in der Straßeninfrastruktur gerichtet, noch nie so viel für Radwege und noch nie so viel für saubere Luft. Liebe neue Koalition, daran werden Sie sich messen lassen müssen. Sie brauchen eine Verkehrspolitik mit Augenmaß. Das heißt Herr Kollege, Lastenrad und Auto. Das Herr Kollege, heißt nicht verbieten, verteuern oder vermiesen. Wir bieten konstruktive Opposition an für Mobilität in ganz Deutschland. Für alle Bürgerinnen und Bürger herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Lange, man merkt in diesen Tagen so richtig, die Union lechzt nach einer langen Periode der Opposition, so richtig mal wieder was umsetzen zu können, nach 16 Jahren. Aber ich glaube, das wird zumindest noch ein bisschen dauern von dem, was Sie hier heute so erzählt haben. Denn wenn ich mal zurückdenke, 16 Jahre, das waren schon mal eine lange Ära unter Helmut Kohl. Und als 1998 hier dann eine Regierungserklärung abgegeben wurde, hieß es, wir wollen nicht alles anders, aber vieles besser machen. Und heute muss man aber sagen, wir wollen es nicht nur besser machen, sondern wir müssen tatsächlich auch vieles anders machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen Sie bei dieser Transformation unterstützen, aber weder der Koalitionsvertrag und schon gar nicht die Reden des heutigen Tages lassen mich da irgendwie optimistisch sein. Vielen Dank, Frau Kollegin Schön. Bitte? Oder reden Sie noch weiter? Ich würde sich halt so anders sein zu Ende. Ach so, nee, ich habe noch eine Minute und würde das auch ganz gerne noch weiterführen. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich knüpfe an die Rede meiner Vorgängerin Nadine Schön an. Wir haben mal versucht nachzuvollziehen, wer in der neuen rot-grün-gelben Koalition eigentlich welche Zuständigkeiten für Digitalisierung bekommen hat. Und ich schicke es vorweg, es ist kompliziert. Wir haben deswegen mal ein Bild gemalt, um sozusagen die verschiedenen Kompetenzverschiebungen mal zu visualisieren. Und man erkennt eines, jede Farbe bekommt was und jede Farbe gibt was. Ich gebe an entsprechenden, falls die Kollegen der Ampelkoalition Interesse an der Grafik haben, um sie selber mal kennenzulernen, ich gebe sie nachher gerne weiter. Was übrigens auf der Grafik fehlt, Kollegen von der FDP, ist dieser große gelbe Kasten, den Sie im Wahlkampf versprochen haben, das Bundesministerium für digitale Transformation. Das gibt es nicht. Das war eine gute Idee. Herausgekommen ist ein Etikettenschwindel. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr ist für vieles zuständig, aber eben für viele digitale Themen nicht.
Man hört ganz oft, dass die Frage des Wohnens zu einer großen sozialen Frage geworden ist, entscheidend für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Sogar die Union war zu dieser Analyse fähig. Taten haben sie im Gegensatz dazu fahrlässig vermissen lassen und zugesehen, wie Mieten, Boden und Baukosten explodieren. Herr Dr. Lutschak, auch für Sie. Preise für Wohngebäude sind zwischen 2010 und 2020 um 29% gestiegen. Für Zweifamilienhäuser, Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser um satte 65%. Nur woran liegt das? Das liegt doch nicht, dass wir mehr dämmen oder mal eine Solaranlage aufs Haus kloppen. Das liegt daran, dass sich die Kosten für Bauland mehr als verdoppelt haben, in den meisten Regionen sogar mehr als verdreifacht. Das macht Bauen teuer. Und drittens geht es um eine Ursache, die Politik schnell regeln könnte, aber lauthals verschweigt. Es ist der Elefant im Raum. Die Masseneinwanderung seit 2015. Ersehnt und gefördert von den Migrationssüchtigen der alten und genauso der neuen Regierung. Anders und weniger verfänglich ausgedrückt für die Herrschaften hier, man muss sich einfach mal darauf einlassen, meine Damen und Herren, dass mehr Menschen im Land eine höhere Nachfrage nach Wohnraum bedeuten. Dafür muss man kein Populist sein. Da kann man einfach kurz mal drüber nachdenken und schon kommt man drauf. Und der Satz, wir haben Platz, ist eine Lüge. Eine Lüge zulasten aller Einheimischen in diesem Land, die nicht das Einkommen eines Abgeordneten haben. Wer das dennoch behauptet, ist ein Wohnungsnot-Ursachenleugner und Teil des Problems. Die Einzigen, und sofort fertig, die Einzigen, die derzeit etwas für den deutschen Wohnungsmarkt tun, sind die Polen an ihrer Ostgrenze. Sie, liebe Ampelregierung, könnten das auch tun, indem Sie zunächst etwa die 300.000 ausreisepflichtigen Ausländer abschieben. Abschieben schafft Wohnraum. Vielen Dank, Herr Kollege. Keine Laola-Wellen von der Tribüne. Nee, keine, überhaupt keinen Fall. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will nur eine kurze Bemerkung machen, Herr Beckamp. Sie sind ja jetzt neu da im Ausschuss auch. Ich habe gedacht, wird sich irgendwie was ändern, aber es ändert sich eigentlich überhaupt nichts. Deswegen würde ich sogar außerhalb von Corona-Zeiten darauf verzichten, dass Sie mir die Hand reichen, so wie Sie über das Thema reden. Angemessen zu dem, wie Sie reden. Angemessene Reaktion. Ich lasse Ihre pflegelhaften Bemerkungen nicht zu, damit Sie das wissen, Herr Buschkamp. Ja, okay. Ihre Fakten. Also, wenn es ein äußeres Zeichen gibt, ich reg mich. Ist doch schön, wenn Sie sich aufregen. Machen Sie es weiter. Lauter, mich stören Sie nicht. Ich habe das Mikrofon. Können Sie darauf verlassen. Also, wenn es ein äußeres Zeichen gibt, meine Damen und Herren, gibt dafür, dass es einen Aufbruch nach der Bundestagswahl gibt, dann ist es die Tatsache, dass es hier ein neues Bauministerium gibt. Das finde ich nämlich großartig. Ja, lieber Herr Dahlrup, Sie hatten gerade noch mal in der Rede gesagt, dass Sie mir zukünftig nicht die Hand geben. Das bedauere ich. Ich gebe Ihnen nach wie vor die Hand und das auch sehr gerne. Wir können uns gerne über alle Fakten unterhalten, über die wir gerade in meiner Rede was gehört haben. Das können wir gerne auch mit Quellen und Belegen machen. Und zukünftig wünsche ich mir von Ihnen, dass Sie ein bisschen mehr mit Niveau pöbeln. Vielen Dank. Herr Kollege Dahlrup, Sie wollen darauf tatsächlich antworten. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich auch niemandem die Hand gebe, weil das ja nicht angemessen ist während der Corona-Pandemie. Aber Sie können gerne antworten. So wie Sie das nennen, Herr Beckamp, habe ich überhaupt nicht gepöbelt, sondern ich habe Fakten dargestellt. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt. Nächste Rednerin ist die Kollegin Petra Nikolaisen, CDU-CSU-Fraktion. Aus Schleswig-Holstein, wo die ruhigen Menschen wohnen. Das stimmt. Und dann sprechen Sie über Eigentum. Die FDP rückt das Thema Eigentum in den Mittelpunkt. Die Frau Ministerin, da habe ich zur Eigentumsförderung überhaupt nichts wirklich vernommen.
Und bei den Grünen habe ich vernommen im Ausschuss gestern, dass endlich 16 Jahre Investorenpolitik ein Ende finden muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, wir brauchen Investoren, und das wissen Sie doch ganz genau. Ohne Investoren kein Wohnungsbau. Sie können es, Sie sitzen ja jetzt nebeneinander, dann auch mal besprechen und erklären. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, hurtig, weil wir so viel überzogen haben, dass es schon schmerzt. Herr Kollege Daldrup, Sie sind doch ein altgedienter Kollege, hurtig. Nein, es geht darum, dass er die Usancen dieses Parlaments kennt. Bei den Jungen kann man die Wiedersehensfeiern noch verstehen, bei den Älteren eher nicht. Herr Kollege, ich gehöre ja schon zu den Älteren, und ich finde schon, dass wir jetzt auch zu Ende kommen sollten. Sehr geehrter Herr Präsident, ich möchte Sie bitten, zu prüfen, ob es nicht möglich ist, dass die heute wieder von der Tribüne verbreiteten Fake News durch den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages widerlegt werden können. Ich freue mich auf die weitere gemeinsame Arbeit in diesem Sinne mit allen verantwortungsvollen Fraktionen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Behrens. Erlauben Sie mir den Hinweis, dass der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages von jeder oder jedem Abgeordneten des Hauses in Anspruch genommen werden kann. So, Herr Kollege Straubinger, noch haben wir die Gepflogenheit, dass ich aufrufe. Aber ich wollte sagen, der letzte Redner am heutigen Tag, der letzte Redner, ist der geschätzte Kollege Max Straubinger, CDU-CSU-Fraktion. Aber nachdem Sie, Herr Präsident, und ich weiß es immer dringend, dass wir doch schnell zum Schluss kommen sollen, also habe ich mich schon aufgestellt. Also das müssen Sie auch mitsehen, jetzt nochmal mir nachsehen. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend.